turned to as fire, came disparity. Ein magischer Anblick bietet sich uns dar. Vor uns sehen wir das Lost Izalith. Oder das, was davon übrig ist. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr hin. Da waren wir ja das letzte Mal. Wir befinden uns immer noch in den Katakomben. Oder beziehungsweise eben im Grab der Riesen. The Tomb of Giants. Und da oben haben wir gerade eine geheimnisvolle Person gesehen. Gucken wir doch mal. Reden wir mal mit dieser Person. Hi. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Cleric? Moi? No? Really? Hmm. Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Ha! Na dann! Huh? What? No fucking way! This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. Say what? Okay. Also damit hat ja jetzt überhaupt niemand gerechnet. Ja, dieser gute Herr da oben, das war der Trusty Patches. Heißt der hier Trusty Patches oder hat er hier irgendeinen anderen Spitznamen? Weiß nicht, auf jeden Fall Patches. Ja, und das macht Patches. In jedem Souls-Spiel. Er kickt einen immer irgendwo runter. Skull Lantern, das ist ein ganz nettes Item, wenn wir... diese Sunlight Maggot Dingens hier nicht auf dem Kopf hätten, dann müssten wir jetzt stattdessen das einsetzen, um hier für Licht zu sorgen. Aber zum Glück brauchen wir das ja nicht. So, sehen wir uns doch mal um. Vorsichtig. Oh, wen haben wir denn da? Hallo. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Is there nothing, nothing at all to be done? Tja, jetzt wissen wir also, was mit der guten Dame hier passiert ist, die vor etlichen Folgen verloren gegangen ist. Tja. Und das sind ihre Begleiter. Oder das, was von ihnen übrig ist. Sie sind jetzt Hollows. Das finstere Schicksal, was früher oder später jeden hier erwartet in dieser Spieleserie. Das ist wortwörtlich, wie man in Filmsprache sagen würde, der Low Point. Sowohl auf erzählerischer Ebene wie auch von der tatsächlichen Position in der Welt. Obwohl, es geht noch ein bisschen tiefer, aber das werden wir uns dann auch noch mal irgendwann ansehen. Hm. So. Reden wir nochmal mit ihr. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Oh. Und? I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. So. Dann überlassen wir sie doch mal ihrem Schicksal. Sie schafft es jetzt tatsächlich hier wieder raus und wir werden sie später nochmal sehen, es sei denn, ich vergesse es. Jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir irgendwie wieder hier aus dieser misslichen Lage herauskommen. Okay. Oh, hallo. Erinnert mich an gibt es auch so in Super Mario so einen Gegner. Nur mit weniger Knochen. Und ich glaube, der besteht irgendwie aus aus Kaktuspflanzen oder so. Ja, genau an das denke ich jetzt. An Super Mario. An Super Mario und die Geheimnisse des Universums. So wie den Urknall und das, was vor dem Urknall war. Ich habe da übrigens eine ganz tolle Theorie. Man fragt sich immer, was war vor dem Urknall? Ihr habt doch bestimmt schon mal von der Raumzeit gehört. Raumzeitverschiebung und dass sowohl der Raum und die Zeit von der Schwerkraft abhängig sind, der Schwerkraft des Universums. Je nachdem, wie stark die Schwerkraft ist, wird dadurch sowohl der Raum wie auch der Fluss der Zeit beeinflusst. Und da habe ich mir doch mal gedacht, was wäre, wenn das ganze Universum an und für sich durch diese Gravitationskräfte ein einziges Paradoxon darstellt. Keine Sorge, es macht schon Sinn, was ich sage. Ich werde es euch gleich erklären, nachdem ich das hier überlebt habe. Lasst mich durch. Au. Au. Es ist ja jetzt gewissermaßen erwiesen, dass umso höher die Gravitation ist, umso schneller vergeht die Zeit. Also angenommen, man wäre jetzt auf einem Planeten, auf dem extrem hohe Gravitationswerte herrschen, oder sagen wir mal, um eine verglühende Sonne herum, die kurz davor steht, zu einem schwarzen Loch zu werden. Dann entstehen ja unglaubliche Gravitationskräfte und das erzeugt dann so eine Art, wie soll ich das erklären? Angenommen, wir sind jetzt hier auf der Erde, reisen irgendwo in ein schwarzes Loch, begeben uns da in die Nähe, verbringen da 10 Minuten und reisen dann zurück zur Erde. Dann, oh Scheiße, reisen dann zurück zur Erde und sterben. Also, wir reisen von der Erde zum Schwarzen Loch, verbringen da so circa 10 Minuten, reisen wieder zurück zur Erde und dann sind da auf einmal 10 Jahre vergangen. So in etwa. Ist tatsächlich bewiesen, dass das tatsächlich passieren kann. Anhand von unterschiedlicher Gravitation im Weltraum. So. Was wäre denn, wenn jetzt das ganze Universum an und für sich durch ein Zeitparadoxon entstanden wäre? Heißt, am Ende der Lebensspanne unseres Universums verschwindet alles in einem schwarzen Loch und die Gravitationskräfte sind so stark, dass dadurch ein neues Universum entsteht, das dann wieder exakt dasselbe Universum ist wie unser Universum, nur halt wieder an Anfang. Versteht ihr? Das heißt, unser Universum ist das nächste Universum, ist das Universum, das vor uns gewesen ist. Das heißt, vorm Urknall war eigentlich nur unser jetziges Universum in der Zukunft und dann ist es ausgebrannt. Ja. Und daraus ist dann wieder unser Universum entstanden. Also halt so eine Universumszeitschleife. Macht das Sinn? Das wäre die ultimative Antwort. Patches, was sagst du denn dazu? Ach übrigens, hi, gebratener Hund. Tja, was soll ich sagen? Everdra ist ja eine Goody Two-Shoes und eine Mary Sue. Also werden wir ihm natürlich vergeben müssen. Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But if I were in your shoes, who knows what I'd have done. But now we're friends again. Hey? Ja, als Maul. Ah, so, das ist ja eben nicht so gut gelaufen. Ich hätte vielleicht nicht so viel komisch philosophieren dürfen und stattdessen mal eher zocken sollen. Ah, ob wir die Seelen jetzt nochmal wiederkriegen. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter und gucken mal, was passiert. Oh, guck mal, ein süßes kleines Hündchen. Ja, ich mache hier jetzt den Harald Lesch. Das war eine Antwort auf die Frage von gebratener Hund. Ja, so besiegt man Knochenköter. Everdra, so mächtig, dass alle vor Ehrfurcht erzittern und buchstäblich mit den Knochen schlackern. Ich höre wieder was. Oh oh, oh oh, ich höre irgendwas näher kommen. Bla, bla. Ah. Oh shit, das geht ja mal wieder gar nicht gut hier. Ich versuche den mal hier wegzulocken. Und mal irgendwo gegen ihn zu kämpfen, wo ich nicht mit Pfeilen beschossen werde. Also irgendwie passt mir das ja alles nicht. So, hier werde ich nicht mit Pfeilen beschossen, hoffe ich. Aber er folgt mir auch nicht so richtig. Doch, ich werde immer noch mit Pfeilen beschossen. Gibt's doch nicht. Nein! Nein! Ach, du Scheiße. Also, jetzt ist aber mal langsam gut. Vielleicht katapultieren sich die beiden ja gleich von alleine hier runter. Das wäre doch was. Oder ich katapultiere mich runter. Also so weit habe ich mich aber noch nie zurücktreiben lassen. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Kann ja auch nicht blocken, wenn ich die Waffe zweihändig halte. Naja, jetzt muss ich mir wenigstens keine Gedanken mehr um die Seelen da hinten machen. Halt's Maul. Maul. Wir wollen es doch hier heute noch bis Nito schaffen. Das wäre doch mal schön. Am besten gar nicht jetzt lange fackeln. Einfach schnell wegkloppen. Einfach schnell wegkloppen lassen. Genau. So, jetzt komm her hier. Auf das Maul. Braver Hund. Kriegst einen Knochen. Ha! Das ist ein einziges Labyrinth. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Bonfire ist tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich jetzt hier ewig aufhalten will, um noch irgendwelche Items einzusammeln. Kann ich da runterrutschen? Ach nee, von da bin ich, glaube ich, gerade gekommen. Wir könnten natürlich auch einfach zu Nito durchrennen. Ich glaube, ich habe auch gerade noch die restliche Humanity eingebüßt, die ich noch mit mir rumgeschleppt habe. Die ist jetzt auch weg. Zum Glück habe ich die eben noch, Teile davon eingesetzt. Und das Bonfire auf plus 20 gekindelt. Warum? Weil ich es kann. Deswegen. Jemand, der Artorias mit 10 Estus Flasks besiegt hat, der darf sich das, denke ich, jetzt mal erlauben. So. Der darf auch einmal schwach werden. Alter! Diese scheiß Knights. Ah! Roll weg! Alter! Macht der auch noch einen Doppelschlag? Was machen überhaupt die Silver Knights, oder sind das schon die Black Knights? Was machen die überhaupt hier? Was ist dahinter die Lore-Bewandtnis? Oh Mann, da jetzt erreiche ich zumindest mal das eine Item hier. Effigy Shield. Ich weiß noch, wie ich das Gebiet hier das allererste Mal, das war es 2011 oder so, muss das gewesen sein, als ich das gezockt habe. Alter, ich hatte von Tut und Blasen keine Ahnung, hatte nichts, was Licht geworfen hat. Na, komm. Das heißt, ich bin hier wirklich im absolut stockfinsteren herumgeirrt. Und hatte keine Divine Weapon, was bedeutet, dass ich später kommt nochmal so eine Stelle, wo noch mal ein paar Skelette kommen, die, ja, die wieder aufstehen, und das ist eine sehr ungünstige Stelle. Und wie gesagt, ich ohne Divine Weapon, oh, da ist das Bonfire, ja. Hab richtig dumm aus der Wäsche geguckt. Und das war dann der Moment, wo ich, Klein Marvin, zum ersten Mal restlos hollow gegangen bin. Heißt, ich habe aufgegeben. Da habe ich Dark Souls das erste Mal hingeworfen und gesagt, nee, den Scheiß, den tue ich mir nicht mehr an. Und jetzt, ein paar Jahre später, habe ich es, weiß nicht, 5-mal durchgezockt. Das hättest du dir auch mal zu Herzen nehmen können, Luke. Vielleicht erwacht er ja nochmal irgendwann wieder aus dem Hollow State. Aber ich glaube, rein von der Lore ist das, glaube ich, nicht möglich, oder? White Titanite Chunk. Ich weiß, dass, glaube ich, dieses Large Divine Blessing irgendwo. Was sind das? 3? Ich glaube, das sind 3. Irgendwo da hinten in diesem Grab war, wo wir gerade gestorben sind. Ach du Scheiße. Oh, komm. Ah! Oh, so verspielt der Kleine. Mach's jetzt. Spieltoter Mann. Guter Junge. Oh, wer ist ein feiner Junge? Oh. Ja, da liegt doch bestimmt noch was hinter dem. Und ich meine damit jetzt nicht noch ein Skelettköter, sondern bestimmt ein Item. Da muss ein Item liegen, das geht doch nicht. So, spring doch nochmal so zurück wie eben, bitte. Ach, Scheiße. Nee. War scheinbar einfach nur mal wieder so ein klassischer Dark Souls... Ach, nee. Ich dachte, das wäre jetzt ein Trollmoment gewesen, aber nee, hier ist noch was. Ah, was haben wir denn da? Was für ein interessanter Anblick. Das ist ja interessant. Da ist also ein Baum unter der Erde. Hm, was hat das zu bedeuten? Ob wir der Sache wohl nochmal irgendwann auf den Grund gehen werden? Hm. Bevor wir das tun, gehen wir aber erstmal hier weiter. Oh, immer tiefer. In den Schlund der Welt. Jetzt kommen wir doch mal langsam irgendwo hin hier. Ja, jetzt kann man mal wieder was sehen. Und zwar sieht man den Baum jetzt noch besser. Und es sieht so aus, als wäre da unten so eine Art Ozean oder sowas. Hm. Interessant. Sieht fast so aus, als würde die Welt getragen werden von riesigen Bäumen. Hm. Das sind halt die Sachen, die Dark Souls so magisch machen. Und das sind die Sachen, die Dark Souls so tödlich machen. Jetzt haben wir ja zum Glück noch ganz schön viele... Tanz den Boogie-Woogie. So sieht es irgendwie ein bisschen aus. Oh ja, ganz toll. Wisst ihr was, ich laufe einfach mal an denen vorbei, wenn es euch nichts ausmacht. Generell laufen wir doch einfach mal durch dieses Gebiet hier durch. Bisschen Spießrutenlauf jetzt. Kann nicht schaden. Nee, ich glaube... ich muss irgendwo oben lang. Oh, guck mal. Kleine Kinder. Ihr seid ja lieb. Habt ihr euch verlaufen? Ja, ich glaube, ich mache mich mal besser vom Acker. Noch mehr Pinwheel-artige Spacken. Oh, da liegt noch ein Item. Ah, wo liegt es? Da. White Titanite Chunk. Ah. Lass mich durch. So. Und jetzt wären wir schon fast soweit. Ich schlürfe nochmal einmal einen Estus und rüste meinen Divine Club aus. Den werden wir jetzt nämlich brauchen. Oh. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Dass man immer Schaden nehmen muss, wenn man runterfällt. Tja, das ist er. Gravelord Nito. Der Erste der Toten. Da kommen sie ja schon, die Skelette. So, die hauen wir jetzt erstmal schnell um. Das sind ja sogar 3, hatte ich ganz vergessen. So, Problem gelöst. Die waren das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, nämlich mein absolutes Verhängnis. Ich bin gar nicht dazu gekommen, gegen Nito zu kämpfen, weil immer diese Skelette wieder aufgestanden sind. Irgendwie mache ich gar keinen Schaden. Jetzt macht er irgendwas Beschissenes. Ich sehe es schon kommen. Jetzt kann ich den überhaupt mal richtig erkennen hier auf dem PC. Auf der PS3 habe ich bei weitem nicht so viel Detail erkennen können. Das ist der pure Tod. Aber das sollte kein allzu großes Problem darstellen. Ein wirres Gekräusche und Gefleuche an Skeletten. Oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Tja. Cool girls don't look at deathplosions. Was auch immer. War ein bisschen underwhelming, der Kampf, muss ich zugeben, aber wir sind ja auch schon krass überlevelt. So. Und damit haben wir die dritte Lord Soul. Hier hinten wären übrigens noch mehr Skelette gewesen, und zwar die großen. Deshalb habe ich mich von hier besser ferngehalten. Und hier ist sein Grab. Es hätte hier auch eine Möglichkeit gegeben, noch in den Covenant von Nito einzusteigen. Da hätten wir vorhin irgendwo links abbiegen müssen, und dann wären wir auch hierher gekommen, und da wäre der Sarg noch geschlossen gewesen, und wir hätten tatsächlich hier einen Covenant eingehen können, aber das passt nicht zu Everdra. Sie verehrt nicht den Tod, sie ist für das Leben. So. Ich denke, so lange will ich mich hier dann auch nicht mehr aufhalten. Ich weiß, wir haben da oben eine ganze Menge Items liegen lassen, aber ja, was soll's. Ich glaube, wir warpen uns jetzt, oder wo können wir uns denn überhaupt hinwarpen? Können wir nochmal irgendwo dahin zurück? Tomb of the Giants. Wir könnten nochmal zum Tomb of the Giants zurückkehren und nochmal versuchen, ein paar Items einzusammeln. Ja, komm, wir haben jetzt nichts zu verlieren. Machen wir das nochmal. Ich gehe nochmal ein bisschen rum, sammle nochmal ein paar Sachen ein. Ich gucke nochmal, ob ich zu dem Grab zurückkehren kann, wo ich vorhin einmal gestorben bin. Da liegen nämlich noch, glaube ich, ein paar ganz interessante Sachen rum. Fragt sich nur, wie man da hinkommt. Am besten nehme ich denselben Weg, den ich eben auch genommen habe. Ich lasse mich einfach hier runterfallen. Und gehe dann hier irgendwo hoch. Fragezeichen. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, das ging aber schnell. Ich mag diesen Wirbelangriff. So, und jetzt können wir eigentlich schon mal überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? So, ja, die Questline mit Dingenskirchen von Catarina, Siegmeyer von Catarina, ich glaube, die habe ich letztes Mal versehentlich verhunzt, als ich in diesen Graben gesprungen bin mit den komischen Hentai-Tentakel-Monstern. Die hätte ich, glaube ich, nicht umbringen dürfen, sondern die hätte ich erst umbringen dürfen, oder ihm zumindest, oder ihn, Catarina, Siegmeyer von Catarina, den umbringen lassen dürfen. Aber der war da leider noch nicht da. Ah, wie mache ich die Typen fertig? Habe ich denn irgendwo hier meinen Bogen? Ah, sehen. Irgendwo habe ich doch hier meinen Bogen. Und da ich die dummerweise selber erledigt habe, läuft jetzt die Questline mit ihm leider ein bisschen ins Leere. Wir können sie natürlich... Sag mal, bin ich jetzt blöd? Wo ist es denn? Wir können die Questline natürlich trotzdem so weit weitertreiben, wie es halt geht, aber irgendwo endet sie dann halt leider. Oh, das ist ein Mist, weil ich kann doch hier auch nicht runterspringen. Ich kann nur irgendwo ins Leere feuern und hoffen, dass ich irgendwas treffe. Ich glaube, da ist was. Ja. Ah, das ist Mist. Das ist alles Mist. Sieht nichts. Ich kann nur hier runterspringen, die Sachen einsammeln und dann einfach verrecken. Toll. Könnte ich vielleicht mal einen anvisieren? Ja. Ja, jetzt erwische ich den zumindest. Ja. Immer schön cheesen. Na komm. Und in den Hinterkopf. Das ist die denkbar ungünstigste Kameraperspektive, die ich je gesehen habe. Oh, nu. Bleib stehen. Okay, einer weniger. Ist da jetzt noch einer? Ja, der ist noch direkt unter uns. Ah. Aber ich glaube, da hinten sind auch noch welche. Ja, ich sehe einen. Ich sehe sogar mehrere. Alter, wie viele das sind. Das ist alles voll hier. Und der wehrt die auch noch alle ab. Da ist, glaube ich, auch noch einer. Das ist auch echt schwer zu erkennen. Steht da hinten an der Wand auch noch einer? Ich kann ja nichts anvisieren. Gar nichts. Die sind alle direkt unter mir jetzt. Soll ich es wieder riskieren? Ach, was soll's. Oh, das ist ein Mist. Oh, es sind wieder 3 noch übrig. Okay, scheiß drauf. Einfach alles einsammeln. Sag mal, ist es gut jetzt? Du kannst jetzt aufhören. So, Large Divine Ember. Jetzt haben wir wenigstens das. Jetzt können wir in Frieden sterben. Ich will halt höchstens noch das da einsammeln, wenn es geht. Okay. Now kill me. Do it. Ja. Ganz im Ernst, das soll es dann auch mit dem Tomb of Giants gewesen sein. Leckt mich. I'm a going home. Müsste Siegmeyer müsste jetzt sein. Wo haben wir ihn denn? Tomb of the Giants. Er müsste... Daughter of Chaos, sollen wir von da aus oder können wir irgendwo nach Blighttown reisen? Hm. Ne, wir reisen nochmal zu Daughter of Chaos. Und dann können wir jetzt auch mal langsam wieder dieses blöde Ding hier absetzen. Setzen wir lieber unsere Porzellanmaske wieder auf. Die hat nämlich besseren Schutz. Ironischerweise. Okay. Ach ja, haben wir nicht irgendwo noch eine Feuerhüterin-Seele eingesammelt? Ja, haben wir. Schön. So, und ich glaube, das sind dann jetzt auch alle Feuerhüterin-Seelen gewesen. Obwohl, es gäbe noch eine. Nämlich, die wäre direkt vor uns hier. Aber, wie wir ja bereits etabliert haben, macht unsere gute Everdra sowas nicht. Wir lassen unsere Fair Maiden natürlich am Leben, das ist ja klar. Also, dann haben wir halt jetzt nur Estus Flask plus 5. Mehr ist halt bei diesem Spieldurchgang einfach nicht drin. So. Man muss sich strikt an seine Prinzipien halten und nicht schwach werden. Ah, lang, lang ist's her, als wir hier gekämpft haben gegen Quelaag. Und ihr erinnert euch, das hier war einmal der Weg nach Blighttown und da kehren wir auch jetzt wieder hin zurück. Denn möglicherweise erwartet uns hier unten ein NPC, den wir treffen wollen. Und danach gehen wir, glaube ich, noch ein Stück weiter. Oh, es ist wieder alles dunkel hier. Da will man ja gleich wieder die Maggot aufsetzen. Uah! Ist ja direkt hinter uns. Ah, ich glaube, ich sehe schon da hinten irgendeinen Charakter, aber das ist, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist er gar nicht. Oh, lasst mich auch mal in Ruhe. Ah, wen haben wir denn da? Ach so, ja, ich weiß schon, wer das ist. Das ist hier unser Pyromantiker, der irgendwie... Oder Pyromant, oder wie man das auch immer nennt, der versucht hat, die Hexe von Izalith zu finden, glaube ich. Und da die ja jetzt mittlerweile alle hinüber sind, hat er sein Ziel nicht erreicht und ist zu einem Hollow geworden. Tja. Tut mir leid, Alter. So endet es irgendwie für jeden hier. Ist ein bisschen traurig, aber so ist das halt. Das will uns Dark Souls halt einfach vermitteln. Früher oder später werden wir alle zugrunde gehen. Die Frage ist nur wie gehen wir zugrunde? Es zählt nicht, wie wir sterben, es zählt nur, wie wir gelebt haben. Die Lebensweisheiten des Dark Souls. Ja, ich dachte, dass Siegmeyer jetzt hier irgendwo rumsteht, aber irgendwie sehe ich ihn nicht. Ich meine, der wäre hier gewesen. Naja. Ich bin eigentlich auch aus einem anderen Grund hier. Oder, ach nee, da hinten ist er doch. Ja, perfekt. Perfekt. Erstmal machen wir mal hier ein bisschen sauber. So, sieh ich Sach an. Der schläft nicht ernsthaft im Stehen. Oho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote marks for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Ja, ist ja gut. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Pierce Shield. Nice. Our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this too is the will of Lord Gwyn. Hm. Machst du dich jetzt hier aus dem Staub oder bleibst du noch hier, Junge? Hm. So. Lassen wir mal erstmal hier stehen. Und gehen jetzt mal einen Weg, den wir das letzte Mal nicht gegangen sind. Nämlich diesen Baumstamm hier hinauf. Das ist auch möglich. Plank-Shield. Ein Item. Erstmal eine Illusionary Wall, jetzt ein Item. Und noch eine Illusionary Wall. Wer hätte denn sowas gedacht? The Great Hollow. Aha. Na nun, sind wir hier etwa in einem riesigen Baumstamm? Hm. Das kommt mir doch etwas bekannt vor. Haben wir sowas nicht eben schon mal gesehen? Nur von weiter weg? Mal sehen, wo das hinführt. Ne, das ist keine Illusionary Wall. Sah ein bisschen so aus. Es ist aber einfach nur Borke. Oder Rinde. Oder was auch immer. Ich sehe etwas leuchten. Ja, dachte ich, etwas leuchten gesagt. Ja, da ist was. Was haben wir hier drin? Hm. Egal. Na. Nein. Oh, das war aber knapp jetzt. Das hat man wieder nicht so gut einschätzen können. Oh oh. Cursed Frogs. Schnell weghauen. Oh, schnell weghauen. Oh, schnell weg. Ah, ja, stimmt. Hier unten haben wir Cursed Frogs und ich habe keine Purging Stones dabei. Das heißt, muss aufpassen hier. Und darf mich möglichst nicht verfluchen lassen. Und nein, das waren noch nicht die letzten Cursed Frogs hier unten. Bedauerlicherweise. Das geht noch ein ganzes Stück lang so weiter. Oh ja. Da oben ist ein Item, das wir jetzt vermutlich verpasst haben. Oder komme ich da nochmal hin? Bin mir nicht sicher. Kann ich hier lang? Mal sehen. Vielleicht komme ich ja hier irgendwie dahin. Wo war das jetzt? Da unten? Kann ich da drauf springen? Ich will es ehrlich gesagt nicht so wirklich riskieren. Es sei denn, ich springe jetzt irgendwie von dem Stamm da oben in diesen Baumstamm hinein. Aber das überlebe ich doch gar nicht, oder? Ach, probieren wir es einfach. Oh shit. Ah, das war ein bisschen zu tief. Verdammt. Ich probiere es noch einmal, wenn ich denn den Weg nochmal finde, was ich jetzt irgendwie bezweifle. Ne, doch, das ist der gleiche Weg, glaube ich. Ne, von da sind wir nur gekommen. Da ist es, da. Wie bin ich denn da eben? Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in dieses Loch falle. Ah. Nein! Ja. Ja. Chloranthy Ring. Was macht der nochmal? Ich glaube, der ist richtig scheiße. Ich meine, der sorgt... Oder nee, was war das? Muss ich ja gleich mal gucken. Chloranthy Ring. Achso, Boost Stamina Recovery Speed. Ja... das können wir vielleicht später mal bei einem Boss einsetzen. Im DLC. Da macht sowas, glaube ich, Sinn. Uah! Okay, jetzt geht's erstmal abwärts. Wir wollen aber wissen, was an der Wurzel dieses Baumstammes auf uns wartet. Möglichst nicht zu schnell gehen, sonst rutsche ich hier gleich wieder irgendwo runter. Und da ist er weg. Tja. Wie soll man denn den erwischen? Hätte ich mich höchstens hier so auf ihn drauf fallen lassen müssen. Naja, war ich jetzt nicht schnell genug. Da sind bestimmt noch mehr, die ich auch alle verpassen werde. Hier verpasse ich die Crystal Lizards irgendwie immer. Ah, da ist noch ein Item. Man könnte sich bestimmt wieder irgendwie dahin fallen lassen, aber es ist mir wieder nicht geheuer. Was soll's? Ich probier's. Okay, das sieht jetzt irgendwie... Nee, das sieht mir aus wie eine Sackgasse hier. Wenn Lukas noch unter den Nicht-Hüllen weilen würde, dann würde er jetzt die Kratze kriegen bei dieser Passage hier. Ah, gut. Wo wir doch alle wissen, wie gerne er gesprungen ist. Und ja, da hinten liegt noch was. Vielleicht kriegen wir das auch noch. Zack. Ja. Irgendwie blicke ich jetzt nicht mehr ganz durch. Kann ich hier irgendwo runter? Ja, da kann ich doch. Ja. Gut. Und da unten sehe ich noch mehr Cursed Frogs. Hier rum. Ja, gut. Ah, das hat nicht geklappt. Stirb! Oh! Weg! So, wir sind aber so ziemlich am Fuß angekommen. Fast. Ne, es geht noch weiter. Ah, zu früh gefreut. Komme ich da drauf? Ah, ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass uns das Flugzeug hier oben nicht erreicht. Das gefällt mir nicht. Ich bringe es am besten einfach schnell hinter mich. Ah. Eigentlich muss man vor diesen Cursed Frogs gar nicht so viel Angst haben. So schnell sind sie auch nur wieder nicht. Das nimmt ja eigentlich kein Ende. Also langsam müssen wir mal endlich unten ankommen. Ja, jetzt. Springen wir mal hier drauf. Und dann springen wir mal dahin. Und dann fallen wir mal und sterben. Nein. Gut. Oh, und jetzt sterben wir aber mal. Was? Ah! 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 Wir wissen, wie krass diese Pilze reinhauen können. Eigentlich wollte ich doch hier eben ein Item einsammeln. Stirb. Kleiner Babypilz, der aus irgendeinem Grund Eis... Vogelgeräusche von sich gibt, warum auch nicht. Na, komm. Vielleicht kriege ich ja diesmal das Item hier. Ja. So. Titanite Chunk. Geht doch nichts über einen guten Titanite Chunk. Außer Titanite Slap. So, wisst ihr was? Ich leg mich mal mit dem Pilztypen, mit dem Großen nicht an, weil das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Ja, genau. Ja, fuck. Ja. Ah, es ist alles voll von den Wichsern. Ah. 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 Weckt mich. Das war wieder viel zu knapp. Quack. Ash Lake. Huh? What? Oh. Huh. Welch ominösen Klang vernehme ich hier. Welch Schauspiel bietet sich mir dar. Tja, das ist der Grund dieser Welt, der Boden der Welt. Tja, jetzt komme ich wieder mit meiner Lore. Die gesamte Dark Souls Welt befindet sich auf diesen Baumsäulen. Das sind buchstäblich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Säulen der Erde. Natürlich angelehnt an den Weltenbaum Yggdrasil aus der nordischen Mythologie, glaube ich. Ja. Oh, was haben wir denn da? Eine Hydra, eine weitere Hydra. Jetzt kann man das Ding mal richtig erkennen. Wir haben ja schon mal gegen so eine Hydra gekämpft, jetzt können wir das Ding mal in seiner ganzen Pracht zu sehen bekommen. Ich weiß, dass es irgendwie, glaube ich, möglich ist, dass dieses Ding so einen Supersprung macht und hier... Oh, oh, ja, nee. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich weiß, dass dieses Ding... Ich habe das persönlich noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich habe nur mal irgendwo so ein Video gesehen oder so ein Bild gesehen, wie diese Hydra tatsächlich hier von einer Seite zur anderen rübergesprungen ist. Das geht irgendwie, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Bah, bah. Wow. Was jetzt? Oh. Ist er weg? Wow, da ist es! Holy shit! Ein Magic Moment. Jetzt ist er da drüben. Wah! Ah! Clamp, mein alter Feind. Ah! Ah, jetzt hänge ich hier unten fest. Ah, lasst mich doch hier hoch! Nein! Sie ist schon fast besiegt. Autsch. Irgendwie muss sie eben verletzt worden sein. Au. Okay. Ah! Die Hydra ist unangenehm nah. Ich würde ihr gerne wieder die Köpfe abschlagen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da nah genug rankomme. Kannst ja noch mal probieren. Ja. Sie holen aber nicht zum Schlag aus. Suchen wir es doch mal so. Vielleicht greifen sie mich jetzt an. Na? Ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah! Autsch. Ah, okay. Vielleicht sollte ich auch rollen, wenn der Angriff dann kommt. Und jetzt! Ah! Ein Kopf weniger. Ah. Ah. Hm. Das klappt irgendwie nicht so gut jetzt. Die Übersicht ist mal wieder so semi-gut gerade. Ist ja auch kein Wunder bei so einem großen Vieh. Aber ich kann irgendwie nur ins Leere schlagen gerade. Nu. Noch einmal. Diesmal erwische ich was. Ja, komm her. Komisch, es könnte eigentlich auch ein vollwertiger Boss sein, sowas. Aber irgendwie ist die Hydra... Die kriegt nie ihre eigene Bossmucke. Und ihren eigenen Boss-Lebensbalken. Vielleicht ist sie deshalb auch so pisst. Weil sie als Gegner zweiter Klasse oder zweiter Wahl behandelt wird. Vielleicht sollte sie mal eine Gewerkschaft gründen. 9 Mitglieder hätte sie ja dann schon. Ah! Heute hau ich es aber auch wieder raus. Sind doch 9, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 7 sind's. Also jetzt sind es nur noch 6. Ah! Aha. Hallo. Ah! Komm aber. Ich roll immer zu früh oder zu spät oder gar nicht. Jetzt habe ich aber langsam nicht mehr viel übrig hier. Ah! Ich kann aber auch nichts erkennen hier. Scheiß drauf. Pfeil. Wozu habe ich den Mist? Kommt doch wenigstens einmal. Ja, gut so. Ah. Ah. Und noch ein Kopf. Ah, sind wir wieder zu weit weg. Und das war's. Dieses edle Geschöpf. Möglicherweise das letzte seiner Art. Tja. Ich hake dann mal die Strichliste ab. Ah, nein! Ah, macht nichts. Jetzt haben wir wenigstens wieder vollen Estus. Und so weit war es ja jetzt nun wirklich nicht. Und die Hydra bleibt tot. Ja, gibt es eigentlich noch eine Sache, die ich euch zeigen will? Und wenn ich das getan habe, dann geht es eigentlich auch schon wieder zurück. Weil hier wäre die Questline von Katarina, von Siegmeyer von Catarina zu Ende gegangen. Wenn ich sie denn nicht verhunzt hätte. Aber nu, das wird jetzt nicht mehr passieren, also zeige ich euch hier jetzt noch die eine interessante Sache, Und dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss. Und das nächste Mal würde ich sagen, ist dann eigentlich nur noch der DLC übrig. Bevor wir uns dann an den letzten Chunk des Spiels machen. Wie gesagt, Artorias, den haben wir ja schon. Das heißt, wir müssen noch nicht mal mehr den ganzen DLC machen. Hier können wir vielleicht beim Rückweg gleich auch noch mal vorbeischauen, aber komm, was soll's. Hier haben wir noch eine Muschel. Ja, bleib du mal da. Das ist schon cool, so eine ganze Welt. Alles so auf so riesigen Bäumen. Wo soll das hier hinführen? Ein sehr weiter Weg. Also das ist wirklich so das offenste Gebiet in dem gesamten Spiel. Oh. Faszinierend. Das sieht jetzt so richtig märchenhaft aus. Das meine ich halt mit coolem Design. Gar nicht mal so die große Grafik-Power, aber einfach das Design ist cool. Oh, was ist das? Ist das ein Boss? Oh. Pray to the everlasting dragon. Ja, ich glaube, wenn man diesen Covenant betritt, dann kann man, wenn man irgendwie genug Items bringt, selbst zu einem Drachen werden. Oder zumindest zu so einem Drache-Mensch-Mischlingsrüde. Oder Bitch, was auch immer. Aber das werden wir jetzt mal nicht machen. Ja, das ist der letzte, möglicherweise der letzte oder einer der letzten Ancient Dragons. Also einer von den Drachen mit den Schuppen der Unsterblichkeit. So gesehen, ja, weiß nicht, vielleicht ist es der Schwippschwager von Seath. Wer weiß. Und ja, der ist dann, glaube ich, auch tatsächlich unsterblich. Frag ich mich, ist hier hinter jetzt noch was? Ne, ich glaube, da geht es einfach nur bergab. Tja, das war im Prinzip schon alles, was ich euch hier zeigen wollte. Und ich denke, mit diesem grandiosen Ausblick beenden wir diese Folge von Let's Play Dark Souls mit ohne Shit. So heißt es doch, oder? Ja, genau. Und das nächste Mal sehen wir uns dann im DLC wieder, wo wir das alte Ulysses erforschen. Bis zum nächsten Mal. Be of any help, speak to me again. Vince and Nico were fooled by a lout named Patches and turned into hollows. My prayers did them no good. It is my ignorance, my frailty that has sealed their fates. Perhaps Patches realized my weakness all along, and thus made the decision to abandon me. I can hardly blame him now. Farewell, Varianox. Enough of you! Feel the wrath of the gods! No! This can't be! It can't end like this!